Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir fliegen jetzt von hier aus zur gelben Markierung, würde ich sagen. Hier sind noch irgendwie zwei Krogis. So. Und hier ist auch noch einer. Ich meine, diese Samsara-Ebene haben wir schon abgeschlossen, ne? Ja. Die haben wir auch schon abgeschlossen. So, hier unten ist wieder so ein Spacko. Spacko ist übrigens die offizielle Bezeichnung für diesen... Wie heißt der? Birk da? Der Schildtyp. Der müsste irgendwo hier unten sein. Da ist er schon. Ja, du stützt dich. Ich stütze dir gleich auch, warte. Nein. Achso, ich habe das genau mittig gebaut. Ja, okay. Passt trotzdem. Das nicht umfällt. Hallo. Kann doch eigentlich nichts passieren, oder? Guck dich nicht um, du Typ. Red mit mir. So. Oh, ich hasse diesen Typen, ey. Der ist noch schlimmer als die Crocs, ey. Weißt du, ich baue mir hier meine Festung auf und er kackt einfach nur rum. Dafür gibt es keine Entschuldigung, Alter. So, Junge. Kann doch eigentlich nichts mehr passieren, oder? Da kann doch nichts passieren. Nichts. Ich mache jetzt noch übertrieben und setze da jetzt noch was dran. Da kann nichts passieren. Das ist so eingedingst. Sag mal, willst du mich verarschen? Soll ich dir eine Scheißbombe in dein Gesicht schmeißen? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Da kann nichts umfallen. Okay, jetzt kann schon was umfallen, weil der das nicht richtig gesetzt hat. So, guck dir das mal an. Nixa Umfallana. Das ist so fest, das könnte ein Tornado überstehen.
perfekt. Wenn er jetzt sagt Kerzen gerade, ne? Er sagt gar nichts. Hä? Was? Jetzt sagt der Kerzen gerade, leck mich am Arsch. Das ist so, das ist doch rigged einfach. Das ist alles rigged. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir absolut nicht erzählen. Nee, 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 nee. Das kannst du mir nicht erzählen. No fucking way. Ich habe das sogar noch nachbewegen müssen, weil er damit nicht zufrieden war. Aha. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe da einen fucking silbernen Leunen. Ja. Oh, Maximum erreicht. Wir müssen mal, Moment. Album. Wir müssen mal ein bisschen was löschen. Auswahl löschen. Den hier, das war das Fossil, was wir fotografiert haben. Den brauche ich nicht, das brauche ich vielleicht noch. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Nö, nö. Keine Ahnung. Das ist das Riesenfossil hier, ne? Das ist eine Statue, glaube ich. Keine Ahnung. Ist mir egal. Weg. Brauche ich, brauche ich. Nö, nö, nö. Nö. Nö, 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 nö. Ja, der kann auch weg. Oh ne, den brauche ich noch. Weg. Weg. Den brauche ich auch noch. Es sind noch 4 Stück. Den Griok, den lasse ich mal, der sieht cool aus. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Hier habe ich irgendwas Schwarzes fotografiert, ich weiß nicht mal, was das war. Das brauche ich noch, das ist weg. Die brauche ich vielleicht auch noch. Die geilen Handy, die lasse ich mal, die sind witzig. Ja, let's go. Löschen. Ja, wir haben gesagt, wir kämpfen gegen das Vieh, ne? Okay, ich sollte auf jeden Fall ein Schild holen und ein Schwert und keine Lanze. I'm sorry. Hier wäre Schwert besser. Und zwar ein starkes. Hier das hier. Oh, jetzt könnten wir auch mit dem Wasserschwert kämpfen, ne? Oh, ja! Und wir haben das Wasserschwert! Bam, 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 bam. Das hat Ultra Damage gemacht. Oh mein Gott! Scheiße! Wir brauchen auf jeden Fall entweder Defense Boost oder Angriff Boost. Und hier so einen großen Heilung. Hatten irgendwas mit viel Heilung. Hier, das hier. 11 Herzen. Let's go. Problem ist, wir brauchen noch was zu essen, sonst sind wir tot. So. Ich gönne mir noch ein paar Äpfel. Ja,
Jetzt haben wir aber immerhin unser Wasserschwert mal richtig geil genutzt. Dem haben wir gerade gefühlt 600-700 Damage reingedrückt. Und wir brauchen ein neues Schild. Ja, let's go. Schild mit Sonarschild. Yes! Boah, das hat richtig geil Damage gemacht. Eigentlich bin ich gut ausgewichen. Eigentlich bin ich nochmal gut ausgewichen. Oh, yo, wir haben ihn gekillt. Und der war viel einfacher als alle anderen. Hä? Der war so viel einfacher als alle anderen, die wir bisher gesehen haben. Chimärenbogen, ja. 30 mal 3, ne? War das doch. 90 Damage Bogen. Silberlone Säbelhorn. Alter, ist das crazy. Damit kann man ja einen Katana bauen, ey. Sehr gut. Viele Holzpfeile. Silberlone Massivhorn. Nice. Chimärenschild ist, glaube ich, auch 65 Schutz oder so. Boah, geil. Wir haben Silberlone so easy gekillt einfach. Königsschwert? Okay. Und geiles ist auch, wir kriegen ein Leuenherz. Sehr gut. 65, ja. 55 Angriff. Alter, was? Das ist stärker als der antike Dolch? Bitte was? 51, Alter. Und der Chimärenbogen. 39 Mann. Was? Der macht 120 Damage. Der ist dreimal so stark wie meine anderen Bögen. Ja, moin, ne? Erstmal die overpoweredste Waffe gegönnt hier. Chimärenbogen. Alter, mit Angriffskraft 7, Alter. Das Ding ist auch noch geil hier, ne? Das macht auch noch Ultra Damage. 75, 66, 60, 60. Da kommen die Bögen gar nicht dran an. Die werden später auch, glaube ich, 60 Damage machen. Weil ich dann ja mehr Herzen habe. Deswegen behalte ich mir die schön fürs Ende. Ja, dann werde ich jetzt den Bogen hier nutzen. Nice. Und danach kommen tatsächlich schon die Sonanium-Bögen hier. Holy shit, das war crazy. Ja, das Ding ist natürlich auch geil, ne? 65. Ohne Booster noch. Also ohne geilen Booster. Da könnte auch noch Schildblock plus 9 draufgekommen sein. Dann hätte der sogar 71 Schutz. Könnte sich natürlich auch schon mal überlegen, ob man das Hylia-Schild holen geht. Das ist wahrscheinlich irgendwo im Schloss wieder. Das Ding geht leider bald kaputt. Das ist schade. Aber wir haben hier ja Königsschwert noch mit 8 Angriffsbonus. Boah, geil. Wir müssen nochmal Frostgaver besiegen gehen. Und dann an das Königsschwert so eine Frostgaira-Klinge packen. Holy shit. Also das war geil, oder? Das war richtig geil. Weil wie er uns da nicht getroffen hat, als wir neben dem standen. Den haben wir einfach gejietet. Ich glaube, ich schreibe das auch in die Folge. Gejietet. Richtig geil. So.
Ich, sogar mein Fahrzeug ist heil geblieben. Also ich weiß nicht, was hätte besser laufen können hier. Okay, anscheinend wird hier oben... Lol. Tach. Moin, was geht ab? Willkommen im Land des Heiligen Schreins. Fremden in diesem Land zum Schrein... Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht... In heiliger Schrein zeigt seine Pracht. Okay, Sonnenaufgang, weiße Muster in Nacht. Hast du einen Hinweis? Nö. Ich würde mal sagen, das ist das Muster da, oder? So, wir müssen einen Schatten machen. Ja, ja. Ja, ja, okay. Yes. So? Leuchtet das Ding auch noch da durch? Weiß es nicht. Ich glaube, das leuchtet auch noch da durch. Okay. Reicht das so? Ach so, mein Gott. Ja. Alles klar. Ja, ich will kein Foto von dem Ding machen. Dafür sind doch diese Löcher, ne? Ja.
Das könnte schon richtig sein, so. Ja. Lol. Ich habe das nur dahin gehalten. Cool. Tja. War wohl ein Schrein. Schon wieder Land des heiligen Schreins, ne? Warum sind hier denn dreimal dieselben Namensbezeichnungen? Also zwei bisher, aber ich denke mal, es sind drei. So, klar, Rauhrus Segen, war ja logisch. Hochleistungsbatterie. Großer Scheiß Zauberstab. Ich weiß echt nicht, was ich mit diesen Zauberstäben anfangen soll. Wenn ich damit unendlich Bomben verschießen könnte, wäre ja geil. Aber dafür habe ich ja Kanonen. Dafür habe ich ja Kanonen. Kanonen. So. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Schrein war. Ich dachte eigentlich, hier wäre ein Krog oder so. Aber. Egal. So. Ernsthaft. Das Ding despawnt, wenn man in den Schrein geht. Was ist das für eine Scheiße? So, wir müssen da hinten zu dem Ding. Wir können ja auch ein bisschen was zu Fuß machen, ne? Wir müssen ja nicht die ganze Zeit fliegen. Da gibt es einen Krack. Ach so, einer ist es. Ciao. Lol, der Pfeil. Der steckt in seinem Kopf drin. Cool. In dein Kopf. Schade. Steckt der da wirklich drin? Ne, ist runtergefallen. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Nein. Doll. Feurio. Ach so, weil er Feuer hat hier. Oh, hier sind Schleichschicken. Hallo! Dann rede halt so mit mir. Ja, da oben fliege ich dich hin. Schaffen das. Fetter Scheißkrog. Ich nehme mal die ganzen Sachen hier, ne? Du hüllst mich im Wasser, obwohl ich im Wasser bin.
Oh, ich glaube, ich habe... Nichts passiert. Natürlich fliege ich gegen den einzigsten Felsen in dieser ganzen Landschaft. Das ist wie wenn du in der Wüste gegen den Kaktus fährst. Boah, du Wichskrock! Ganz ehrlich, was bist du für eine Scheißnudel hier? Nudeln sind eigentlich geil, aber du bist eine Scheißnudel. Mann, ey. Komplizierter Scheißkrock mal wieder. Warum? Link, hast du irgendwie Liebe zu Felsen entwickelt? Willst du Zelda jetzt betrügen mit Felsen oder was? Oder warum fliegst du immer dagegen? Er regt mich so auf, ne, gerade. Das ist scheiße hier einfach nur. Geh da drauf! Hopp! Warum hat der gerade einfach aufgehört? Ich habe nicht B gedrückt. Ich habe nichts gedrückt. Der hat einfach von selbst aufgehört. Also ist das wieder das Spiel? Kann ich wieder nichts für. Meine Güte. Also was war das gerade für eine komische... Also... Das hat doch sonst so gut funktioniert. Warum jetzt auf einmal nicht mehr? So. Das sind aber zwei Crocs. Jetzt steuert es sich auch wieder besser. Hä? Ich verstehe es doch nicht. Ich verstehe es aber nicht. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Rage. Muss aber auch mal sein, ne? Können uns ja nicht nur freuen. Oh geil, ich habe wieder eine Seitenkanone. Nice. Seitenkanone beste. Oi. Ganzen Gebiet ist einfach gar nichts, ne? Und an den meisten Sachen waren wir halt schon. Ja, also es geht jetzt wirklich nur noch nach da zu der lilanen. Da unten ist einfach gar nichts. Auch kein Hinox. Okay, das ist ein Riesenkrog. Alles klar. Wo ist der Stein? Der Stein der Weisheit. Eigentlich immer in die Richtung, wo das Loch ist. In dem Falle irgendwie nicht. Vielleicht ist er hier oben drauf. Yes. Ja. Ich muss ja noch einen Millimeter machen. So.
Damit hätten wir dieses Gebiet hier komplett. Dieses L quasi. Jetzt geht's weiter. Hier ist was. Da auf der anderen Seite ist irgendwas. Hier ist ein Schrein, okay. Daneben ist noch ein Kroggi. Da unten ist irgendwo ein Kroggi. Hier ist eine Höhle. Wird aber wahrscheinlich die Höhle da sein. Dann gehe ich ja besser nicht in den Weg rein, sondern gehe nach hier. Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann hätten wir noch ganz oben auf dem Bärschen Ding. Die Höhle haben wir schon. Und den Schrein haben wir auch schon. So, dann müssen wir noch dahin. Weil wir fliegen jetzt so über dieses Gebiet hier, über das Ranell-Gebiet. Und danach so hier runter. Ja. Von mir aus können wir auch zu diesem Inselchen fliegen hier. Und dann vielleicht nach hier. Ich weiß nämlich nicht, was hier ist. Wenn wir so ein geiles Fluggerät haben, ich meine, gehört zwar eigentlich nicht wirklich zur Erkundungstour dazu, ne? Aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. Weil dann hätten wir echt dieses Gebiet fertig, weil Ziel ist es wirklich, dieses ganze untere Gebiet auch noch mitzumachen. Weil wir jetzt ja schneller sind und nicht mehr so ewig lang brauchen, so wie hier. Hier haben wir ja ultra viel, aber wir hatten auch viele Höhlen, ne? Aber das war Chaos. Und danach geht's nach Eldin. Also ich will wirklich quasi hier eine Linie haben, zack. Das habe ich alles fertig. Ich will quasi die Hälfte jetzt erkunden. Ich habe da aber auch Bock drauf, weil ich auch Schreine bekomme, ne? Vielleicht machen wir mal so einen Schreinrun, wo wirklich hier diese Schreine, die hier so schön in so einer Reihe sind. In den Hebrabergen. Guck mal, man kann wirklich super geil starten. Du könntest einfach hier zu dem Turm, hier rüber. Schreien, 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 schreien. Weißt du, da hast du direkt mal so 10, 15 Schreine, wo du einfach mal 15 Segensdinger bekommst. Damit kannst du dir fast 4 Herzen kaufen. Das ist so halt, was ich glaube ich nach der Erkundung einmal vielleicht machen will. Je nachdem, ne, wie ich Bock habe. Vielleicht mache ich das auch nicht, weil wir ja so viel hier schon erkunden. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich fliege schon mal offscreen hier zu dieser roten Markierung und wir, ja, hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Oh Gott. Haut rein und ja, tschüss.